Dies ist die Autobahnauffahrt Hittfeld in Fahrtrichtung Hamburg. Was mir letztes Wochenende schon aufgefallen ist, oben an der Brücke sieht man ein graues Feld, so ziemlich in der Mitte von der Autobahn. Da steht normalerweise Stau dran. Dass da jetzt nicht Stau dran steht, liegt einfach und alleine daran, dass das Schild zusammengeklappt ist. Und das hat mich so und so schon immer gewundert, dass manchmal diese aufgeklappten Schilder Stau anzeigen, obwohl gar kein Stau ist. Und wenn Stau ist, sind sie zusammengeklappt und zeigen keinen Stau an. Aber heute zum Beispiel, wie letztes Wochenende auch, war hier auf der Strecke ab dem Horster Dreieck Maschener Kreuz ein Stau. Also wer ist eigentlich dafür zuständig? Die Autobahnmeisterei, die Polizei oder wer? Aber irgendjemand sollte sich doch um solche Angelegenheiten kümmern, denn immerhin geht es darum, Autofahrer effektiv zu warnen und die Schilder sind ja vorhanden. Sie müssen einfach nur aufgeklappt werden. Und wer ist jetzt dafür zuständig?